Willkommen zurück zum Mittelerde Modus Schattenfreunde. Heute wollen wir uns um die letzte ausgestoßene Mission kommen. Vielleicht mal danach schon ein bisschen Story machen. Mal schauen. Dann hier für die Freiheit 500 Merian jetzt dafür. Und es hoffe, sie übertreiben nicht 5 Stück. Beschwöre einen Aufstand darauf. Okay, das ist irgendwie, das sieht nach Arena aus. Das sieht nach ziemlich viel Geschlachte aus. 10 Sklaven retten. Okay, wie soll man Aufstand darauf beschwören? Ich würde jetzt einfach befreien. Bist du das Waldläufer? Schneid mich los, bitte. Na, okay, da kommt wahrscheinlich dann noch. Oh nein. Danke. So, du hilfst mir. Ha, sowas nennt sich Krieger. Verdammt, Tür, verdammt viele Uruks töten, obwohl das gar nicht das der Fall sein sollte. Du bist mir. Du auch. Tun die sich von selbst befreien? Oder wie sieht das aus? Ah, die befreien sich gegenseitig. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Fremder. Die befreien sich gegenseitig. Das ist ja nett. Das sind die besten Ausgestoßenen ever, die mir noch die Arme greifen. Ich danke dir. Genau noch hier den. Die letzten, das ist nur eine coole Mission, nicht mir gefallen. Befreier, das. Okay, das heißt, es ist noch auf dem richtigen Spielstand, hoffentlich. Jetzt werden wir endlich frei sein. So, Verbesserung. Die Musik ist gerade ein bisschen zu dramatisch. Nein, Spaß. Wie sieht's denn hier aus? Überlebensherausforderungen, Jagdherausforderungen. Ja, gut, die Fledermaus muss ich halt mal finden. Das machen wir erstmal. Komm, ihr habt lange genug auf eine Story-Mission gewartet. Wir machen Jagdkampagne. Die Story-Reihe ist sowieso nicht meine Lieblingsreihe, sagen wir so freundlich. So, jetzt ein bisschen ruhiger wieder. Obwohl ich die Musik eigentlich da gerade eben gemocht habe, also die war echt episch. Seriously jetzt. Da halt nicht. Ist egal. Jetzt geht es hier, glaube ich, um Grauks, genau. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger.
Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie erinnern. Oh, ein geiler Insider an die Achillesferse. Du kannst ohne zermalmt zu werden, ja! Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Daran schleichen. Irgendwie mein Gefühl sagt mir, das habe ich schon mal gemacht, aber ich hoffe jetzt nicht, weil ich weiß immer noch nicht, ob ich auf dem richtigen Spielstand bin. Ja, das ist totaler Blödsinn, die Mission. Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Ja, ist okay. Ich muss in die... Ach, wie soll man das machen, ey? Was ist denn das für ein Blödsinn für die Mission, ey? Ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende finden. Schwall mich nicht zu. Oh, wie soll man sich da bitte ranschleichen? Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Ja, ich hab's kapiert. Es ist immer noch nervig wie Sau. Mir ist wieder entdeckt. Wie soll man da rangehen? Da gehe ich halt von der anderen Seite ran, wenn das offenbar. Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Gehen wir jetzt mal hier ran, pirschen von der Seite aus. Lass deine Ferse bluten! Du hättest mitschreiben sollen! So, jetzt dreht das sich so rum hier. Ah ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jetzt auf einmal dreht das sich so rum. Warum nicht? Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ist ein prächtiges. Ich weiß, warum ich diese Jagdmission hasse, Freund. Ich hasse es wirklich. So, komm, jetzt fangen wir an zu nageln, so einem Teil. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Oh, danke. Zweiter Schritt, Jungchen. Das Blut lockt Karagor an. Spring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nun so schnell wie der Grau. Lass dich von ihm jagen. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Ritt. So, gut, damit... Haben wir das hier schon mal gut? Das klingt recht einfach. So. Kommt er? Oh, ich muss ihn locken, ja gut. Schwallt so viel Scheiße, ist unfassbar. Hier drüben! Sieh her! Was gibt's besser?
Besseres als einen Zwerg zum Nachtisch. Wir sind echte Appetithappen. Halte mich schnapp, bevor ich mit meinem Hammer erledige. Schritt rein. Schieß ihm in den Kopf. Okay, Junge, aufgeladen, Schuss. So, jetzt wird es ihn erstmal getriggert. Was ist Schritt 4? Es gibt keinen Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Ja, das ist dein Problem. Denk selbst. Jetzt sollen wir ihn reiten. Wunderbar. Ich muss den ganzen Scheiß noch wiederholen. Ja gut. Ich habe jetzt die linke Steuerungstaste, habe mich ein bisschen verwirrt, aber gut. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst. Ich habe eine Idee. Was tust du da? So. So schlimm war das doch gar nicht. Oh ja, ja, wie immer. Muss halt ganz kurz auf die Taste. Wie man das verspeisen bringt, nicht so viel wie die Schaden nehmen, wie er Schaden nimmt der Graugasse. So, hat das jetzt? Durch den Stich meiner Klinge. Das ist hier vollständig aufzehren wahrscheinlich, oder? Achso, warte mal. Das war immer ein bisschen nervig. Das weiß man halt auf der Tastatur so viel Zeug und dann nimmt man immer dieselben Sachen. Das Problem ist halt, wenn man genau wenn man linke Steuerung drückt, dann springt er ab. Das ist totaler Blödsinn von der Belegung her, muss ich mal ehrlich sagen. Und na gut. Oh, was auf die. Nö, vergiss es, ich mach das normal. Und sind wir heute nicht mehr fertig, bis ich das ausprobiert habe, bis er mal der E gescheit drückt. Drückt das wirklich beides jetzt gleichzeitig vorhin, das will halt einfach nicht funktionieren. Also das, wie gesagt, das ist nicht geil hier. Ja, gut, dann müssen wir halt konventionell das machen. Yeah!
Ich habe es nochmal versucht, aber das geht nicht. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Man muss auch die Absteigen auf die gleiche Taste legen. Wer ist denn gedacht, das wäre eine gute Idee? Danke. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Können wir schon die letzte Mission machen? Der große weiße Grau. Komm, machen wir das in dem Part. Dort wahrscheinlich dann zwar länger, aber. Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Können wir eigentlich das Schattenaufsitz noch nicht bekommen? Doch da, das will ich, das ist nämlich mega praktisch für die Karagor-Mission. Habe ich da gerade etwas gehört? Okay, dann habe ich ja schon abgeschossen jetzt. Gut. Vielleicht ein bisschen zu spät realisiert, dass das helfen könnte. So, kommt, langweilt mich nicht. Das könnte später im Spiel noch andere Missionen tun. So. Achtung, Jungchen! Nö, das mache ich so. Das geht viel einfacher. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpf! Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten zwei Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis.
Zwerge werden ewig Geschichten von Torben dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Lil, das ist sehr großzügig. So, gehen wir jetzt zur Mission über. Torben, was meinst? So. Mein Cargo ist so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Korn zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Jetzt los gegen den legendären Krauk. Der Krauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach was. Regel Nummer 1. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwerfen. Okay. Hast du ihm schon Schaden gemacht? Verdammt, ich war nicht... wäre etwas langsam. Einfach nur drücken ohne die Schwerttaste, wie? Ach so, ja gut. Es kommen noch Ghoule dazu, super. Nein, der heilt sich durch die Kugel. Ey.
Der greift die Ghule an, okay, das ist gut. Verdammt, ich krieg das nicht hin, Verdammte Scheiße, Alter, der heilt sich durch die Ghule noch mehr. Naja, die Ghule können ja töten, Schaden machen, ist mir egal. Ah, okay, gut. Ich brauche neue Pfeile gleich mal, aber noch nicht sofort. So, 2, wunderbar. Okay, aber halt nicht geschafft, ist ja egal. Kampfsystem wird es nicht groß ändern, nehme ich mal an. Angriff. Und die Ghule wieder aufhalten, sehr schön. So, das waren die drei. Jetzt kann der mal die Ghoul hier übernehmen. Guckst lang hier nach den Pfeilen. Zum einen. Pfeile 4, oh je. Aber hier können wir das wieder auffüllen, das ist gut. Komm, Sturmangriff. Ich weiß, es ist ziemlich dunkel, man sieht wahrscheinlich ziemlich wenig, oder kann ich nichts für, wie viel Schaden macht das? Ja, wahrscheinlich alle Ghule aufgehalten, hätte man das jetzt schon beenden können, aber so. Müssen wir positiv sehen, ich sehe auch nicht mehr als ihr. Neue Pfeile, wieder mal. Ja, der Kampf ist halt echt ziemlich viele Pfeile fokussiert. Okay, ich will mehr. So, komm, wie ist hier wieder mich an? Jetzt bringe ich diese Jagd zu Ende.
ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh, nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also, wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst, such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Na gut, immer wieder cool hier mit Torvin. Also, die Mission an sich war nervig, aber der Charakter ist natürlich schon relativ cool. Vor allem mit seinen doofen Sprüchen immer. Oh, was denn ich sagen hier? Mission, ich bin gespannt, ob wir noch eine Cutscene hinbekommen oder ob wir jetzt wirklich dann wieder allein entscheiden dürfen, was wir machen. Lädt ein bisschen länger. Nur wieder alleine ziehen, das ist cool. Gut, dann machen wir im nächsten Part mit einem weiteren. Torvin kann nach Hause zurückkehren, jetzt da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Gut, dann beenden wir an dieser Stelle den Part von Mittelerde. Seid das nächste Mal dabei. Ich freue mich auf euch. Ciao.